wusste, dass du den runterschubst. Ich hab den nicht runtergeschubst. Du hast den voll runtergeschubst. Ja, natürlich hab ich den runtergeschubst. Er springt doch nicht von allein runter. Nein. Gib mir die Waffe. Nein. Mir hat es auch nicht gegeben. Ach, das Ding war das, okay. Da musst du durchschießen, glaube ich, war das, ne? Und dann machst du mehr Damage. Mm. Da ist nochmal ein Boss. Boss. Miniboss. Ist Miniboss. Hat er gedroppt? Bullshit. So viel Bullshit. Noch den Lemonhead. Komm. Ach so. Vielleicht hast du jetzt mal den mit den guten Werten. 5-3-3. Ja, nee, dann nicht. Natürlich nicht. Dafür hast du gerade 3 Damage genommen. Ja, ich hab die Fliegenvieh nicht gesehen. Manchmal sieht man es einfach nicht. Hat siehst du den Schwarm oder? Vor lauter Bienen nicht, ja? Ja, ich spiele zu viel Zerg, ja. Da sieht man so. Das einfach nicht mehr. Da kontrolliert man es nur noch. Du Overlord. Hive Mind, was möchtest du sein? Die Königin der Klingen. Ist allgemein bekannt, ja? Mammut ist ein Prinzesschen. Na dann. Stellen wir das jetzt gerade vor, dich in diesem Dress. Danke. Das ist. Musste sein. Und schon bin ich wieder verantwortlich für seine Albträume. Alles richtig gemacht im Leben. Alles richtig gemacht. Ach du Scheiße. Kannst mich Mammut nennen, muss nicht Scheiße sagen. Du hast so viele Bezeichnungen, da komme ich ganz durcheinander. Ja, ich weiß. Da sind schon andere mit durcheinander gekommen. Oh. Ah. Affen, ohne Waffen. Warum haben die keine Waffen? Weil es Affen sind. So. Und sie kommen nicht aus Timesplitters. Nie aus Planet Affen. Hör mal, wegen das. Da hat nie. Aha. Was ist das? Etwas. Das klang komisch. Das klingt wie Dubstep. Leider ist es das nicht. Wo bist du? Ja. Du hast oben den Rest gelootet. Was ist denn das? Ja, warte. Feuerball. Aber kostet halt Mana. Ne? Alles besser als dieser komische Blitz, den ich da habe. Wie, das kostet Mana? Ich dachte, das wäre eine ganz normale Schusswaffe. So sollst du nicht denken. Ja. Ich pack mich schon hier, bin ja schon ruhig. Gut. Ich bin bald soweit. Kann ja mal schauen, was sonst so tolles Neues gibt. Na, nix. Tropico 6 wurde von Calypso angekündigt. Ja, schon vor der E3. Ich wollte gerade sagen, das meine ich ist nicht neu, ne? Ja. Aber diese Seiten schreiben es immer, ist total verwirrend. Ja, es ist. Wenn eine News wieder neu ist, weißt du? Ist dann so ein Mini-Update dazu. Ne? Ja. Es gibt es wirklich. Nicht nur, dass es vorher schon geleakt ist. Nein, es gibt es wirklich. Also mit den Leaks ist sowieso so eine Sache, was mich halt so im Vorfeld der E3 so ein bisschen ja, schade finde. Dass halt wirklich viel zu viel halt vorher geleakt ist. Dass halt viel zu wenig Wow-Momente hast dann. Gut, da verdienen sie halt, ne, ihr Geld mit. Ja, aber ist halt schade. Bringen wir mit in die Ranken. Ich hab so das Gefühl, wenn ich das mache, bringt das nichts. Doch, hast du gerade gemacht. Kommt da zu dir, kommt da zu mir. Man weiß es nicht genau. Je nachdem. Es ist bei mir. Okay, viel Spaß damit. Es ist natürlich schön, dass ich gerade auch vergiftet bin. Ist doch in so einer super Position. Komm mal runter mit dem Teil. Komm zu mir, du Scheißvieh. Es ist unterwegs. Merkt das schon.
Du schaffst das. Es ist dort. Und ich habe nichts dazu beigetragen. Yeah. Hast du ganz allein getötet. Klassisches Mammut. Der ist natürlich wieder da, wo er irgendwas looten könnte. Flammenwerfer. Leider geil. für mich, ne, intern Pyroman ist das ja so eine geile Sache. Muss man ja doch sagen. Da ist gerade Weihnachten und alles Mögliche aufeinander gekommen. Ja, ja, leider ja. Ein einzelner Schuss macht zwar weniger als das, was ich hier hatte, aber es trifft halt dreimal. Ich wollte gerade sagen, er schießt ja dreimal. Genau. Solltest du mehr Schaden machen. Genau. Leider stirbst du damit jetzt instant. Das kann sein. Runde zu Ende. Bist du unten lang gegangen? Ja. Gehst du denn unten lang? Mir war danach. Achso. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Blut, 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 Blut. So viel Blut. Ah, okay. Da bist du irgendwo lang gegangen. Ich bin da oben lang gelaufen, Jo. Gut, habe ich hier auch alles. Dann geht's jetzt nur noch hier nach oben. Da ist, glaube ich, der Ausgang. Glauben ist nicht wissen. Das weiß ich. Da ist der Ausgang. Siehste, ich kenne mich hier aus. Ich weiß. Ja, langsam weiß das Spiel raus, wie es funktioniert. Das ist ja nicht mein erstes Rodeo hier, ja? Was? Keine Ahnung, das ist irgendwie eine bescheuerte Aussage. Hast gesehen, du machst kaputt, ich sammle auch. Ja, das ist... Teamwork. Nein. Ich sehe das anders. Warum denn jetzt? Hollowed Cave oder Deep Jungle? Wofür wärst du? Können wir jetzt natürlich nochmal versuchen, die Waffe zu kriegen, ist aber unwahrscheinlich. Ja. Ach, besser als das, was rumkommt beim anderen. Stimmt. Nehmen wir denn Waffe. Lege ich jetzt aber zumindest halt irgendwie die Waffe hier schon mal ab. In der Kiste, wo noch ein bisschen Platz drin ist. Dankeschön. Also das Brenneraffe! Okay. Und allem ist so ein bisschen unübersichtlich. Nein. Ja, doch. Burning Monkey. Klingt wie so ein schlechter Song. Klingt, wie man Mittag essen. Das auch. Habe ich schon wieder Hunger. Danke. Bitte. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Was stehst du da so rum? Ja. Wofür brauchst du den Namen? Ich weiß auch noch nicht. Mal gucken. So ein Schild stehen, wo dein Mammut draufsteht, dann stehst du rum, oder wie? Ja. Das bringt dir was? Aufmerksamkeit. Publicity. Mhm. Schlechte Publicity. Aber hey. Haben wir nicht an. Dann wedelst du deinen Namen die ganze Zeit so rum. Ja. Okay. Hupe, wenn du Mammut magst, oder wie? Mhm. Wo bleibt der Boss? Wo bleibt der Boss? Da ist es ja. Und da kommt zu mir. Wow. Easy. Brenne la la. Die Waffe ist auch nur dezent viel zu groß. Ne?
Sie würde dir nur halb so gut gefallen, wenn sie nur die Hälfte groß wäre. Sei ehrlich. Doch. Hauptsache es ist Feuer und sie macht gut Schaden. Ja, du weißt, je größer die Waffe, desto mehr Damage, desto schicker ist sie. Nicht immer. Nicht immer. Ich? Hast du schon mal gesehen, wie große Schwerter es manchmal im WoW gibt und wie scheiße sie aussehen? Ja, hast du mal so in jedem Anime oder JRPGs gesehen, je größer und je pulsanter das Schwert, desto stärker ist der Gegner. Das ist immer das, was es, was man glaubt, wie es ist. Aber ist es wirklich so? Meistens gewinnt dann der Held mit dem puppeligen Schwert. Das ist, ne, ein Irrglaube. Ach so. Außerdem, was machst du, wenn du ihn dann besiegt hast? Du nimmst meistens das tolle Schwert, was er dann droppt. Und zerstört es. Aber erst spät. Unmittelbar danach. Damit kein Böses mehr damit angerichtet werden kann. Bla bla. Aber nicht jedes. Aber die meisten. Ich dachte, die werden noch vergiftet. Da hat jemand eine Kiste übersehen und die steht auch scheiße. Du, ich sterbe. Ja, das ist okay, mach das mal. 2% Poison Damage hatte ich noch und bin tot. Ich liege hier. Ja, die Kiste hier kriege ich auch definitiv nicht auf. Ich mache einen Carpador. Carpador, Carpador. Ich bin gleich da. Naja, lass dir Zeit. Ja, mache ich auch. Da kenne ich nichts. Planet Coaster kriegt ein Update. Yay! Find ja schön, dass es immer noch so updaten, obwohl ich muss auch sagen, das Spiel ist immer noch recht unfertig. Also, da brauchen die auch die Updates. Wenn sie es nicht updaten würden, aber sie machen es immer regelmäßig und auch relativ zeitnah. Alle so 1-2 Monate gibt es ein relativ größeres Update. Beziehungsweise dann immer Sommer- und Winter-Updates, wo sie dann ein größeres machen. Du hebst mich auch irgendwann nochmal auf. Ja. Irgendwann. Ja. Jetzt ist man einmal tot, ne? Und jetzt kriegt man das alles wieder. Hier ist der Flammenwerfer-Typ. Ja, ne? Hexpack! Versuchen hinzukommen. Das ist dafür, dass du mich so lange hast warten lassen vorhin. Und ich erzählen musste, wie ich kochen kann. Ja. Na, wo willst du denn hin? Zu dem mit dem Flammenwerfer. Ach so. Irgendwann bin ich da. Ja. Tschüss. Tschüss. Was los? Health-Paket. Natürlich. Und dafür habe ich jetzt so lange gewartet. Ja. Jetzt kriege ich hier nicht mal die EP, weil alles schon weg ist. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Also mir hat das viel mehr Spaß gemacht, als du noch Nahkämpfer warst. Ich kann verstehen, warum. Wenigstens einer. So. So, Alter. Alter, was? Kein Wunder, dass du mehr Credits hast. Oh, keine Credits. Du kaufst ja nix, ne? Ja, keine Credits. Du kaufst nix, aber du kriegst die ganzen Items. Und ich gebe die ganze Zeit das Zeug dafür aus. Kein Wunder. Das ist nicht Teamplay? Zeig dir gleich Teamplay. Wenn Age of Empires raus ist, machen wir ein Team. Ich bin dabei. So naiv. Es ist immer noch besser. Das ist wohl wahr. So bin ich wenigstens vielleicht der Letzte, der dann verreckt. Das ist möglich, ne? Ja. Das ist nicht verkehrt. Korrekt. Wenn das Ende so oder so gewiss ist, ne? Ach ja, der kann ja seinen Stab irgendwie hergeben.
krieg auch nur Mystery Gift. Schön ist, dass das Teil aber auch dein Geschütz da so weit fächert. Also du triffst relativ viel. Ich muss kaum noch zielen. Kann ich wohl gerade sagen, kannst eigentlich kaum daneben schießen mit dem Teil. Gerade bei irgendwelchen Bossgegnern. Ja, dann streng dich gleich mal schön an, du. Ja, den kann man ja nicht töten. Ja, der andere danach. Den, der jetzt kommt und so. Ja, ja, easy. Gut, ich hab daneben geschossen. Gibt's doch nicht. Das war saumäßig knapp. Na, Quark, da, easy.